glaube, ich habe jetzt ein bisschen warten lassen. Jetzt kommen wir auch zum ersten Redner, der seinen Weg erzählt. Und sein Weg ist wirklich beachtlich. Und ich glaube, mindestens jeder kennt einen Film von ihm. Wir kommen zum Schauspieler Aykut Kayacık, bekannt aus Film. Also Aykut Kayacık ist bekannt aus Film Die Almanya Willkommen Deutschland, Er wird nicht will oder Tatort. Also wirklich, Aykut Kayacık ist extra aus Berlin für diesen Tag hier gekommen. Vor ein paar Wochen war er noch auf der... Einen Applaus verdienen. Dann will ich auch gar nicht mehr über Klänge aufhalten. Schönen guten Abend, ihr Akşamlar, hoş geldiniz, willkommen allerseits. Geh dein Weg, habe ich gemacht, jetzt stehe ich hier. Also, dass ich freiwillig nochmal in einer Schule, in einer Aula stehen und reden werde, hätte ich nicht gedacht vor ein paar Tagen. Wie bin ich hier gelandet? Es gibt ja Facebook. Eines Tages hat sich dieser junge Mann angeschrieben, mit dem Namen, der auch für einen Türken ein Zungenbrecher ist. Hüda Verdigüngör. Letzten Tag geübt, damit ich mich hier nicht verhasple. Aykut abi, Facebook, wie geht's? Gut, bla bla bla. Dachte ich, kennen wir uns irgendwie? Haben wir mal zusammen gearbeitet oder so? Ich frage mal nach. Sagt er, nee, aber ich verfolge dich und du hast mit meinem Papa schon mal gearbeitet. Was war dein Papa? Wer ist denn dein Papa? Ja, in Köln bei irgendeinem Ding. Und ich konnte mich echt nicht mehr daran erinnern, bis ich heute seinen Vater gesehen habe. Dann hat er mir ein bisschen hin und her geschrieben. Eines Tages kam Aykut abi, ich mache da so ein Projekt mit Integration und hast du Zeit? Und ich dachte, ach du Scheiße, schon wieder so eine Integrationskacke. Nö, wirklich keinen Bock nach der letzten Sarazin-Nummer da. Egal, wo ich eingeladen wurde, musste ich begründen, erklären, warum ich integriert bin in Deutschland nach 44 Jahren. Ja, darauf habe ich keinen Bock mehr. Dann habe ich geguckt, was der junge Mann so macht eigentlich. Ja, ich bin auf seine Seite geguckt und dachte, Mensch, 16 Jahre alt, da war es noch 16, ne? Genau. Und hat das gemacht und das gemacht, dachte ich, Respekt. Also echt toll. Deswegen muss ich nochmal sagen. Dann muss ich noch dazu sagen, dass der Junge auch nicht locker lässt. Also ich habe immer ein bisschen immer Verpflichtungen und so und habe natürlich mal was vorgeschoben und gesagt, wenn du nicht kommst, aber wir machen ein Video, es reicht auch. Ich dachte, ach, jetzt auch noch ein Video machen. Gibt denn der überhaupt keine Ruhe? Aber da ich nicht lügen kann und er sagt, Mensch, da hat sich ein Synchrones weggefallen, ich habe eventuell Zeit und dann muss ich mit meiner Mutter in die Türkei, dachte ich, und dann klappt es ja doch irgendwie. Jetzt bin ich hierher gekommen. Deswegen fange ich an, auch zu erzählen, wie ich mit 16 meinen Weg gemacht habe. Also ich bin 1969 nach Berlin mitgenommen worden von meinen Eltern. Ich wurde nie gefragt, ob ich wollte. Heute bin ich glücklich darüber. Mit 16 war ich ja auch auf einer Schule. Da habe ich mich interessiert eigentlich für Sport, 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 Mädels, Mädels, Mädels. Und dann kam irgendwie ganz weit hinten Schule. Aber wir waren auch trotzdem engagiert. Da gab es die SV, gibt es heute immer noch, oder Schülervertretung. Ja, wir haben uns auch engagiert gegen Atomkraft damals. Wir sind auf die Straße gegen Franz Josef Strauß gegangen, und werden die meisten nicht mehr kennen. Damals in Berlin 400.000 Leute haben gegen Sparpläne des Bildungswesens demonstriert, haben das Charlottenburger Bürgerhaus besetzt, Bürgermeister seinen Schreibtisch okkupiert, saßen drauf, alles Mögliche gemacht. Aber ich habe hauptsächlich für Sport gelebt, gebe ich zu, 6 Tage die Woche Wasserball gespielt. Als ich auf der Schule war, ich war auf einem Gymnasium, war das Thema Integration nicht so richtig ein Thema. All die weil wir waren, glaube ich, 2 Türken, ein Grieche, eine Koreanerin. Also wenn ich sehr, sehr gut schätze, 10 Ausländer und 790 Deutsche auf der Schule. Also es gab dieses Thema gar nicht so richtig. Aber man wollte uns auch damals nicht auf den Gymnasien haben. Also ich wurde auf eine Hauptschule vorgeschlagen und mein Vater war damals Lehrer. Und hat gesagt, nein, der Junge hat Potenzial, der geht aufs Gymnasium, hat mich irgendwie aufs Gymnasium aufgepusht und ich habe Abitur gemacht. Wir sitzen bleiben zu Hause. Also es war auch ein steiniger Weg, Abitur.
Ich wusste aber auch damals schon mit 5 Jahren, was ich später werden wollte. Ich wollte immer Architekt werden. Hier sieht man ja, was daraus geworden ist. Aber ich habe nach der Schule Architektur studiert. Ja, habe studiert, war im Entwurf sogar sehr gut. Meine schlechten Noten waren so Tragwerkslehre und mathematische Berechnungen. Hat mich nicht interessiert. Aber trotzdem habe ich fast alle meine Prüfungen gemacht, habe ein Praktikum bekommen, bin nach New York geflogen, habe 3 Wochen Praktikum gemacht und fand das irgendwie alles doof. Bin zurück, habe gesagt, bin ich in ein Reisebüro, sage, Mensch, wo kommt man hier? Ich hatte noch 2.000 Mark auf Tasche, was ja damals sehr, sehr viel Geld war, im Gegensatz zu heute. Habe ich gesagt, wo komme ich von hier aus hin? Sonne, bisschen Spaß haben, gesagt, hier Dominikanische Republik 1987, kannte ich nicht, bin ich hin, 3 Monate, Merengue gelernt, herrliche Zeit. Und dann bin ich zurück nach Berlin und habe parallel schon in meiner Kneipe gearbeitet, also Bars und Restaurants, Barmann, Kellner, und hatte einen türkischen Freund und der wollte immer, hat Theater gemacht und wollte, ey gut, komm, mach doch mal mit und so. Er sagt, du, interessiert mich überhaupt nicht, Schauspielerei, Und dann habe ich geholfen, so ein bisschen Töne aufnehmen, hinten Übersetzungen machen, Plakate zeichnen und so weiter und so fort. Und irgendwann kam er zu mir und sagte, ey gut, es gibt 1988 einen Theaterworkshop, mach doch mit. Ich sagte, Mensch, Schauspielerin, die kriegt man immer ganz schnell rum und so. Und ja, so ein Motorrad, Kalkus, Wassermelone gekauft zur ersten Probe. Aber das waren halt Schulferien und es waren alles junge Mädels, so 15, 16. Da dachte ich, Gott, was ist denn das hier? Sagte, tut mir leid, du hast ja zugesagt, du musst mitmachen. 6 Wochen haben wir geprobt. Ich weiß bis heute nicht, was wir geprobt haben, was wir überhaupt da gespielt haben. Ich habe einen betrunkenen Priester gespielt, der aber kein Deutsch geredet hat. Jedenfalls war damals der Dramaturg von der Schauburg München da, Tristan Berger. Der hat mich gesehen und sagt, Mensch, du bist ja ein super Schauspieler, hast du Lust nach München an die Schauburg zu kommen? Ich sag, na? Sagt er, was hast du alles schon gespielt? Ich sag, so ein paar Workshops. Ich wollte auch natürlich sagen, das ist mein erstes Ding. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin nach München gegangen, wir haben das jetzt in Deutschland auch türkisch-deutsch gemacht. Hatte einen Freund, der damals auch Regie gemacht, sagte auf der Bühne, ey gut, komm, mit dieser Szene musst du klassisches Theater spielen, klassisches. Ich immer klassisch, sagte, nein, das ist kein klassisches Theater. Sag mir, du Arschloch, ich weiß ja nicht mal, was normales Theater ist, geschweige denn klassisches Theater, lass mich in Ruhe. Da habe ich mit diesem Stück geschafft, auf der Süddeutschen Zeitung auf dem Feuilleton auf die Titelseite zu kommen, als Entdeckung des Abends, der seine Muttersprache nachträglich gelernt hat. Danach habe ich es auch nie wieder geschafft, auf diese Seite zu kommen. Ja, muss ich jetzt mal gucken, wo ich hier gemacht habe. Dann war München vorbei. Dann habe ich gemerkt, okay, Talent ist gut, aber man braucht ein Handwerk. Also die ganzen Kollegen, die da waren, die saßen da und haben natürlich ihren Körper, ihre Stimme, alles, wenn die im Raum waren, weißt du, dann habe ich das gemacht. Mit der Stimme haben sie den ganzen Raum beherrscht. Okay, habe ich angefangen, Schauspielunterricht zu nehmen, Gesangsunterricht zu nehmen, Sprecherziehung zu nehmen. Und Sprecherziehung mache ich immer noch. Es gibt viele junge Kollegen, die kommen, Alter, weißt du, was ich gemacht und so. Sag ich, Mann, red doch mal richtig zwischendurch. Sag, da ist mein Stil. Ich sage, Stil ist, wenn man auch das andere kann. Man muss wirklich an seiner Sprache arbeiten, damit man die verschiedenen Dialekte und Agros und Magros auch spielen kann. Ich habe ja das Glück zu spielen, da ich nicht aussehe wie ein Türke, Italiener, Grieche, Spanier, ich glaube, ich spiele alle Nationalitäten bis auf Farbige und Skandinavier. Da habe ich schon fast alle durchgehabt. Dann kamen wir zurück und da war eigentlich recht klar, dass ich aufhören werde mit dem Architekturstudium, was meine Mutter das Herz gebrochen hat. Und heute noch. Jetzt war ich am Wochenende mit ihr in der Türkei. Ich sage, ach, hättest du mal bloß dein Studium gemacht und Mustafas Sohn, der Nachbar, der hat ja auch Diplom. Sag, Mama, ist doch gut. Aber das lässt unsere türkischen Müttern keine Ruhe, dass Sohn kein Akademiker ist. Sie hat auch erst so nach 10, 15 Jahren überhaupt akzeptiert, dass ich Schauspieler bin und davon leben kann. Gut. Dann haben wir eine Theatergruppe gegründet, die nannte sich 1001 Ausnahme. Wir haben 7, 8 Projekte auf die Beine gestellt. Dann ging es mal um Fördermittel. Sind wir zu den deutschen Töpfen gegangen und sagten, ja, aber ihr seid doch eine deutsch-türkische Truppe, dafür gibt es doch extra Töpfe. Dann sind wir zu den deutsch-türkischen Töpfen gegangen und sagten, ja, ihr seid deutsch-türkische Gruppe, aber ihr sprecht doch auf Deutsch. Ihr müsst
zu der anderen Gruppe. Und so sind wir jahrelang hin und her geschickt worden und wir haben alles selber gemacht und irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr, bin auch da ausgestiegen. Und dann wurde ich ja Schauspieler, also ich habe beschlossen, Schauspieler zu werden. Dann stand ich im Kudamm, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, Theater am Kudamm, Boulevardtheater, die große Nummer, wo Harald Junke und alle Größen gespielt haben, da möchte ich eines Tages spielen. Das war so ein Wunsch, weil ich wohne ja auch nur 5 Minuten davon entfernt. Das war so ein Argument. Dann habe ich angefangen zu arbeiten, die ersten kleinen Rollen kamen. Ich habe nebenbei in einem Restaurant namens Florian in der Grollmannstraße gearbeitet, wo immer Berlinale die Hölle los war. Alle von Tom Hanks und William Defoe, alle waren sie da. Aber ich wurde nur besetzt als Barmann oder Kellner oder Gemüsehändler, türkischer natürlich. Und dachte ich, irgendwie geht das nicht, also du musst hier den Sprung rausschaffen, mach dich selbstständig. Ich, der große Geschäftsmann, habe eine Cocktailbar gegründet, der größte Flop aller Zeiten. Weil immer ab 1, wenn ich betrunken war, da geht alles auf mich hier die Rutsche. Aber wir haben 4 Jahre Spaß gehabt. Dann habe ich gesagt, okay, es bringt ja nichts, dass du immer wartest, dass du immer irgendwelche Rollen bekommst. Also du musst was tun. Habe ich gesagt, ich schreibe mein erstes Drehbuch. Es ging übrigens auch um Integration. Das heißt, Guten Morgen Deutschland, das war 1996. Da habe ich auch meine damaligen Freunde, die auch Joachim Krohl und Jochen Senf und was weiß ich überreden können, mitspielen. Es ging darum, um einen Hahn in der U-Bahn. Da war gerade auch für Integration wieder angesagt, wie ein Hahn kräht in der U-Bahn. Ich hatte verschiedene Nationalitäten zusammen und 2 Jungs, ein deutscher Türke, nach der Schule am Hahn unter der Arm und fahren U-Bahn. Natürlich alle grau, alle Nationalitäten vertreten. Die beiden Jungs unterhalten sich, ist so langweilig, sagt der Deutsche zum Hahn, du blödes Vieh, jetzt mach doch mal Kikiriki. Und der Türke sagt, na logisch, du Idiot, der macht kein Kikiriki, weil der macht Ü. Während die beiden sich streiten, kommt dann der andere Nation, dann Korkel, also jede Sprache, jede Nationalitäten hat eine andere Art Ausdrucksweise. Das war so mein Dings, das eben jeder. Und dann kräht der Hahn das erste Mal, als er so im Wiener Wald nacktes Hühnchen da sieht. Das war dann der Schluss. Und so habe ich meinen ersten Kurzfilm gemacht. Wir sind 60 Filme in Länder gelaufen. Das war recht erfolgreich. Also ja, kann ich so sagen. Dann habe ich meine erste Serie bekommen. Das war Benzin im Blut. Haben wir 13 Folgen gemacht. Dann kam Inspektor Rolle. Und so die türkischen Medien sind ja auch sehr speziell. Wir haben ja Hürriyet, Milliyet und was weiß ich für Zeitungen. Alle. Dann habe ich die zweite Hauptrolle mit gespielt mit Rufus Beck. War so eine Krimiserie bei Sat.1. Und dann war ein riesiger Pressetermin. Dann waren unsere ganzen Presseleute da und dann hat gesagt, gut, ja, das ist eine schöne Rolle, ist ja toll und so, hast du nicht irgendeine Frau, die da irgendwie die besser aus dem Foto? Ja. Ja, und da war ein Mädel, die meine Schwester gespielt hatte, einen Drehtag in 5 Folgen und war braucht er, komm, und da hat sich auch gefreut, haben wir Fotos gemacht, lalala. Und dann gab es nächsten Tag über sie eine halbseitige Bericht über die Frau als Bauchtänzer und ich tauchte irgendwie Wochen später mal auf mit so einem kleinen Artikel. Also. So, dann habe ich ein Angebot aus der Türkei bekommen. Also ich war in der Türkei, hatte wieder mal so eine Depression, weil nichts lief, unser Job ist nicht immer nur Gold. Und habe überlegt, was machst du und hier? Und dann klingelt das Telefon, war ich in Istanbul, meine türkische Agentur, die ich vorher noch nie gesehen hatte, aber die mein Demoband hatte, sagte, Herr Aykut, sind Sie gerade wo sind Sie gerade in Istanbul? Und sagt, kommen Sie vorbei, wir haben eine Serie, sollen die Hauptrolle spielen. Hauptrolle Istanbul, Türkei. Von Tutenblasen, keine Ahnung, ich hingefahren, Şafak Sezer, den Türken, was sage ich, oder? Ja, ein türkischer Comedian-Star, ich soll seinen großen Bruder spielen, ich muss in 10 Tagen mich entscheiden, 13 Folgen, Drehbücher fertig, zack, 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 ich in die Türkei zu meiner Freundin, du, das ist eine Serie, mal 3 Monate, das ist so gut, verdienst du Geld, ja, du, super Bedingungen, und, ja, geh, sagst du, ich bin in 3 Monaten wieder da. Bin ich in die Türkei, hab mir Wohnung angemietet, alles besorgt. 1 Monat vergeht, 2 Monate vergehen, 3 Monate vergehen. Nie wurde diese Serie gedreht. Mich hat auch nie wieder irgendjemand angerufen. Sagt irgendwie, ab nichts, ich saß da, Geld, kein Geld auf Tasche, doch na super. Willkommen in der Türkei. Dann gibt es dieses Stück Caveman. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So ein Ein-Personen-Stück, erfolgreichste Ein-Personen-Stück der Welt. Das hatte ich vor 10 Jahren schon mal übersetzt, inszeniert und zum Schluss auch in München selber gespielt. Jedenfalls haben wir die Türkei-Rechte bekommen für das Stück. Und dann haben wir eine Produktionsfirma gegründet mit 3 Freunden, haben das Stück in der Türkei produziert, ich habe es Regie geführt, war super, mit Türken arbeiten ist nicht einfach, ich sag's euch.
Immer, kommst du zum Vertrag? Abi, Tschaitsch, ja? Weil prima Tee, sagt er, ja, 2004, 3004. Und das Größte ist, also wenn einer in der Türkei sagt, Abi, alle Dedic, renn weg, dann renn weg. Das heißt, alle Dedic, so, das machen wir. Das ist der größte Lug und Trug, den es überhaupt gibt. Dann haben wir Dokumentarfilme gemacht, haben einige Sachen produziert, gemacht und merkt da, so in der Türkei, ist auch nicht so richtig. Also es gibt einen Rückkehrerstammtisch in Istanbul. Dort treffen sich einmal im Monat immer so die aus Deutschland zurückgekommenen oder Deutsche, die da irgendwelche Geschäfte machen. Da sitzt man halt mal zusammen mit dem Chef von Mediamarkt oder Bauhaus, was weiß ich, mit Leuten, die man nie zu tun hat, sonst im normalen Leben. Und man stellt fest, dass man unter sich bleibt. Dass mit den Türken aus der Türkei eine andere Sprache sprechen. Damals war es ja bei mir so, Vatan, back to the roots, nach Hause mal. Ich kannte es ja nur aus dem Urlaub, immer 6 Wochen, 8 Wochen, alles schön, Meer, Halligalli, Disco, super Zeit. Und plötzlich ist man mittendrin. Und die wollen auch einen nicht da haben, so richtig. Dann sagen sie, was willst du hier? Ich war erfolgreich in Deutschland. Seit ja, mehr mal weniger, aber ich dachte jetzt mal, wirklich nach Hause, Verwandtschaft und so. Uninteressant, die wollen keinen. Na gut, dann nach 3, 4 Jahren haben wir, ach Quatsch, 2008 habe ich einen Anruf bekommen. Theater am Kudamm, sie wollen mich haben. Dachte ich, yes, 17 Jahre später, mein Wunsch geht in Erfüllung. Da habe ich Orkan den Ringer gespielt. War sehr lustig, wir haben 180 Vorstellungen gespielt, war noch Tournee, irgendwo hier Bocholt, Bottrop, irgendwo hier waren wir auch damit. Da ist ein großer Traum von mir in Erfüllung gegangen und ich, ja, also ich wollte auch, mein Foto hing auf ganz großem Schaufenster, das war mein Traum, aber leider in einem Pyjama, was 8 Nummern zu klein war, eine Maßanfertigung. Meine Mutter hat das Plakat gesagt, das dritte, der Mama ist jetzt... Was soll ich jetzt hier nur mit lassen? Hast du nichts anderes gefunden zum Spielen oder was? Mama, Brot? Naja, 2011 habe ich dann Istanbul verlassen, habe ich mit meinem Partner mich verstritten, türkisches Beleidigtsein. Kinder, seid nicht immer so beleidigt, sind immer so beleidigt, das zieht dann jahrelang. Ich hasse Beleidigtsein, ganz, ganz schlimm. 25-jährige Freundschaft von mir ist passé, weil man beleidigt ist miteinander. Was ich euch sagen will, jetzt mal kurz gemacht, jetzt sitze ich morgen noch hier. Für mich war es eine Erkenntnis, ich habe meine persönliche Definition vor 15 Jahren gefunden, wo ich mal gefragt wurde, was bist du eigentlich? Bist du Deutsch? Bist du Türke? Was bist du? Ich sage, ja, ich weiß auch nicht so richtig. Ich habe jetzt nur noch einen deutschen Pass, einen türkischen Pass habe ich nicht mehr. Aber mein Herz, wenn Galatasaray, mein Blut ist so. Das ist immer die Klasse, glaube ich. Ich sage, okay, ich habe meine Definition gefunden. Ich bin Berliner Türke mit preußischem Einschlag. Das bin ich. Dann muss ich euch noch sagen, also was für mich so diese 4 Jahre Istanbul bei mir bewirkt haben oder bei mir rauskam, ist, dass ich rede jetzt von meiner Generation, ich bin jetzt seit 44 Jahren in Berlin, dass wir eine Generation ohne Heimat sind. Also in Deutschland will man uns auch nicht. Will man uns nicht, man kann die alle erzählen von Integration, was sie wollen. Man wird hier akzeptiert, wenn man bestimmte Spielregeln hat. Also ich sehe es nicht mehr ein, wenn ich mich immer noch erklären muss, warum ich integriert bin. Mache ich heute auch nicht, aber das ist so. Aber in der Türkei will man uns auch nicht. Aber vergesst nicht, was wir haben, ist was ganz, ganz Wichtiges. Wir haben ein Zuhause. Mein Zuhause ist Berlin und euer Zuhause ist Bottrop. Schätze ich mal. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, ein Zuhause zu haben. Und ich sage euch, arbeitet an euch und lest. Das Wichtigste, wenn einer mir sagt, und ich, junge Schauspieler, du natürlich nicht, du bist eine Ausnahme, komm, ein guter, ich habe einen super Stoff, weißt du, voll krass, der super Story, wird ein Kassenschlager. Soll ich erzählen? Sagt nein. Wieso nicht? Sagt, gib mir, schreib doch, gib mir. Nein, schreiben kann ich nicht. Sagt, du, Stoff sage ich allein, setz dich hin und schreib und arbeite. Lesen, lest ein Buch an. Lest einfach, egal was ihr macht, lest, ist das Wichtigste. Ich muss nicht hohe Literatur sein, aber ihr müsst an eurer Sprache arbeiten. Wenn eure Sprache
Sprache, wenn ihr der deutschen Sprache nicht mächtig seid, dann könnt ihr euch den Arsch aufreißen, passiert nichts. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wieder weiter. Ich wollte mich doch bei meinem Sponsor für ein Hotel bedanken. In Panduran. Er sponsert mein Hotel. Danke. Es war schwer, nach den beiden super Treffern hier auf die Bühne zu kommen. Nochmal für die Jungs. Geil. Also ich finde, jetzt mal ganz im Ernst, alte Kerl, ich kann noch größeren Applaus verdienen. Wir machen sofort weiter mit einem tollen Tanzauftritt. Ich denke, oder ich versichere euch, das wird geil. An den schnellen Stellen Strom. Jetzt machst du. Mach jetzt blau, blau, rot, rot. Und da Licht auf sie lässt. Wo ist der Strom? Wo ist der Knopf? Aber warte mal, wir können auch Flash machen. Ja, ich mach das. Ja, die weiß ich auch am Anfang, oder? Ja? Ja, weil sie schnell sind, jetzt am Anfang. Genau, und dann kriegen wir auch mit anderen Licht auf. Wenn sie auch so, ja, wenn das Licht angeht, ne? Wenn der Form. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen. Was ist denn hier? Da geht noch was, muss ich schreien. Hier war Strobo der dritte, ja. Okay, dann mache ich den Beat hier. I like
Als Dankeschön habe ich hier einen Gutschein für dich von Skydiving Bottrop. Nochmal ein Danke an dich. Dankeschön für deinen Auftritt. Ich bitte nun, er lacht auf die Bühne. Er lacht selbst. Er lacht selbst, ist Sportlehrer unter anderem bei uns in der Schule. Herr Lapsche ist auch ein Mann, den ich mir sehr zum Vorbild nehme, weil Herr Lapsche schon 2008 den Viktor Kempler-Preis bekommen hat, auch wenn auch nur zweiter Platz, aber schon damals bedingt mit seinem Schulprojekt, Schulufer, was ich wirklich toll fand. Damit hat er Nation verbunden, auch im Film Nation verschließen lassen und verbunden. Also ich überlasse Ihnen das Wort. Ich bin nervös, sollte man gar nicht meinen, ne? Aber ist so. Ich wollte nur sagen, das war jetzt hier bis jetzt auf jeden Fall der richtige Kulturabend. Ne? Ja. Ja. Den 100 Kulturabend, der war nur dieses Jahr ein bisschen mau. Ich persönlich finde den auch ziemlich mau, aber da sind auch immer Highlights dabei, wie die Tänzerin gerade. Bis auf den Harlem Shake war das auf jeden Fall Kultur. So, das ist. Ja, sexy mag das sein. So, ja, ich bin auch so ein Halbblut jetzt, kein ganzer, nur so ein halber. Und
Was soll ich erzählen? Also ich habe auch nicht gewusst, was heute stattfindet. Ich dachte Diskussionsrunde, ich kann mich ein bisschen zurücklehnen, habe auch nur so einen kleinen Spicker und dachte, wir reden ein bisschen. Und jetzt muss ich meinen Weg erzählen, glaube ich auch. Und ich versuche es kurz zu machen, auch wenn der Name Lafce ja viel Redner heißt. Und das kann ich eigentlich auch ganz gut, aber ich gebe Gas. Also, geboren in Krefeld, Vater Türke, Mutter Deutsche. Ist 5 Jahre gut gegangen, dann hat meine Mutter Mist gemacht, mein Vater hat rot gesehen. Ich packe jetzt mal richtig aus, wir sind ja unter uns. Ich musste damit ansehen, wie mein Vater meine Mutter auch verprügelt hat. Kein Mitleid mit, ich bin drüber hinweg. Auf jeden Fall war das schon alles ziemlich scheiße und hart. Und mein Vater hat dann so eine richtig krasse Aktion gebracht, der hat uns halt entführt. Er sagte zu mir so draußen auf dem Spielplatz, wir fliegen mal in die Türkei und dort abends sind wir wieder da. Als Kind glaubt man seinem Vater alles. In der Türkei sagte er dann zu mir, mein Bruder, ich sehe eure Mutter nie wieder. So, da war ein Knaller. Ne? Wir waren dann ein halbes Jahr da. Meine Mutter hat dann irgendwann eine Anzeige geschaltet, hat dann rausgefunden, wo mein Vater nochmal in Deutschland zurückgekommen ist, wo er war, hat ihn dann sozusagen verpetzt an die Polizei. Der ist dann in den Knast gekommen kurzzeitig. Mein Vater ist eigentlich ein Guter, aber da hat er wirklich rot gesehen. Ich kann meinen Vater auch ein bisschen verstehen, ich kann meine Mutter auch ein bisschen verstehen. So eine Aktion bringt man nicht, seine Kinder zu entführen. Auf jeden Fall, ich muss ja schnell machen. Ich war dann ein halbes Jahr da, bin in Istanbul sogar zur Schule gegangen. Meine Mutter ist dann auf eigene Faust wie die Nadel im Heuhaufen suchen gegangen und hat mich dann irgendwann auch in der Istanbuler Schule gefunden. In der Schule war witzig, da war ich der Deutsche. So, das heißt, da wurde ich auch diskriminiert, schon relativ früh. Einzige Gute war, ich musste mich anstellen für die Impfung und als ich dann dran war, war ich eben nicht dran, weil ich der Deutsche war. Ich war schon geimpft, ne? Das war dann cool. So, auf jeden Fall, das ist ganz witzig gewesen. Ja, meine Mutter hat uns auf jeden Fall gefunden. Ich muss heute an so einem Abend, darf ich das sagen, ich glaube wieder an Gott. Ne? Ich habe damals gebetet, wenn du mich hier rausholst, tue ich alles für dich. Und wenn meine Mutter zurückgibst und ich kann mich noch genau daran erinnern, wo das war und so weiter. Nach oben. Ich habe mir gerade gedacht, wie Xavier sagt, alles für den Herrn. So, man den zumindest mal erwähnen. Viele Leute glauben nicht mehr so richtig an den, aber ich durfte den dann ab dem Jahre, wo ich 16 war, wieder neu erleben, weil wenn man 2, 3 Schritte auf ihn zugeht, meldet er sich. Das ist wie unser Vater, wenn wir uns da auch nicht melden, ist der auch beleidigt. Also ab und zu mal bei dem melden, auch wenn wir nicht unbedingt glauben, dass er da ist, der ist da, kann ich sagen. So, ja, auf jeden Fall dann zurück in Deutschland, Vater lange nicht gesehen, viel Scheidungsscheiß mit Gericht und Besuchsrecht und so. Dann auch die türkische Sprache wieder verlernt. Witzig, als Kind komplett in der Türkei türkisch gelernt. So, ich konnte nicht so gut türkisch in Deutschland. Ist ja oft so auch bei euch. Und als ich dann in der Türkei war, wusste ich nur noch das Wort Soldat, weil ich jeden Morgen im türkischen Fernsehen die Soldaten gesehen habe. Und in Deutschland haben meine eigenen Cousins mich hinterher nicht mehr verstanden, als ich zurückkam. Habe dann komplett wieder Deutsch draufgezogen. Super geil, so ein kindliches Gehirn kann das. Ja, und dann bin ich eigentlich total deutsch geworden. Sprache weg, Vater nur noch ganz selten gesehen. Wobei ich mich jetzt auch gar nicht deutsch bezeichnen würde. Die Schüler wissen, wie ich mich bezeichne, sage ich gleich. Auf jeden Fall, ja, dann habe ich mich geschämt, Türke zu sein. Habe in der Grundschule verschwiegen, wo mein Name herkommt. Bloß nicht sagen, ich bin Türke. Irgendwann war es dann wieder cool, wenn dann irgendjemand meint, du Türke, du redest ja gar nicht so. Ne? Dann war das mal eine positive Überraschung. Integriert, so nach dem Motto, müssen ja nicht alle Türken Assi sein und Schläger. Habe auch mal einen Rechtsradikalen abends in der Disco bekehren können, weil Hochdeutsch, hat er niemals vermutet, dass ich Türke bin. Irgendwann habe ich die Bombe, bin ich ja gar nicht. Ich bin ja ein Halbblut. Auf jeden Fall habe ich die Bombe platzen lassen und er meinte, ich habe ihn so ein bisschen runtergeholt von seinem Hass, weil er ist halt auch mal verprügelt worden. Ich habe gesagt, nicht alle Türken prügeln. Die werden häufig zu Hause auch mal ganz gerne mit der Hand erzogen, ne, und deswegen erziehen die andere weiter mit der Hand. Aber nicht alle sind so. Ne? So, ja, jetzt zum Lehrerjob vielleicht. Bin hier tätig seit 6, 7 Jahren. Hab dann irgendwann für diesen Kulturabend das Thema Europa behandeln müssen. Wollte eigentlich Filmemacher werden. Vater sagte, Hauptsache Akademiker, Hauptsache studieren. Ne? Nichts mit Schreiner, geh Abi machen und geh studieren. Mach Statik, ne? Oder Architektur auch. Aber nee, dann wollte ich, wie gesagt, Filme machen, habe ich das nicht getraut, weil man muss gut sein, man muss Aufträge kriegen, man muss immer gucken, dass man irgendwie Kohle hat und das habe ich nicht getraut. Und dann bin ich halt Lehrer geworden, dachte, aus der Ferien kannst du immer nebenbei noch Filme machen, die mache ich jetzt in der Schule. Und einen Film hat damals in Berlin, Tontechnikmann, Technikmann, tatsächlich mit den Kids, einige sind heute Abend hier, die sind jetzt groß. Ist der da? Ja, der ist auch da. Ja, ja, gut. Aber das ist schon ein bisschen weit voran, wir müssen nochmal zurück, glaube ich.
Stück zurück, auf Start. Genau. Nicht aus jedem Land Europas eine Schülerin oder ein Schüler im Klassenraum, aber 11 Nationalitäten sind hier doch versammelt. Eine Erfahrung, die für das Projekt, einen Hip-Hop-Song zu komponieren und filmisch umzusetzen, der die politische Integration Europas thematisiert, wichtig und interessant. Auf kreative Weise gelingt es der Klasse nachzuweisen, dass, wer die Welt zusammenführen will, bei den kleinen Menschen anfangen muss. Es fängt auf dem Schulhof an. Hier gibt es schon die Gruppierung. Dann gibt es das in den Stadtteilen sowieso, was natürlich auch daher kommt und aufs gesamte Land übertragen. Wer zu Europa zusammenbringen möchte, sagen sie uns, der muss hier bei uns damit beginnen. Integration fängt auf dem Pausenhof an. Jeder muss sich an die eigene Nase fassen und bereit sein, seine Vorurteile abzubauen, um Unterschiede schätzen zu lernen und Gemeinsamkeiten zu entdecken. Gut, kurz Stopp. Auf jeden Fall waren da so ein paar Sachen jetzt drin. Die haben sich natürlich verändert, die Schüler. Klar, ein bisschen dünner, größer geworden zum Teil. Ne? Auf jeden Fall, Integration fängt auf dem Pausenhof an. Wenn mich die Leute ständig fragen, sind sie Türke? Dann sagt der Sylvester, Kommt. Sylvester, du bist sozusagen der Leadsänger dieses ordentlichen Raps geworden. Und jetzt haben wir in dem Film gerade auch euren Lehrer kennengelernt. Der hat, würde man ein bisschen kryptisch formulieren, eben selber einen sogenannten Migrationshintergrund. Das heißt, er hat deutsche und türkische Wurzeln und ist offensichtlich ein richtig toller Kerl. Meinst du, es bräuchte noch mehr so Lehrer in Deutschland? Ja, es wäre eigentlich sehr schön, wenn es mehrere Lehrer so wie Latte gäbe, weil er hat uns auch erzählt, dass im Schulhof ein paar Schüler ihn fragen, sind sie Türken? Und das geht er dafür meistens voll auf die Nerven, weil, ja, und er hat uns beigebracht, der antwortet immer, wir sind alle Menschen, sonst nichts anderes. Und als zweiter, wer einen grünen Pass hat, sind wir als zweiter Stelle Deutscher. Ja, und das ist auch gut so. Weisheit, wir sind Menschen. Also wenn mich Leute fragen, was sind sie Türke, also nicht Türken, Türke, dann sage ich mal, nee, Mensch. So, und dann, bist du auch Mensch? Und dann sage ich immer zu denen, die sagen, ich bin Türke. Türke über alles und so. Ne? Mag ich ja nicht so, wenn man so nationalistisch ist. Dann sage ich immer, wenn du nach New York fliegen würdest und der sagt hier Passport, ja, und du legst da so ein Kärtchen hin. Und der ist grün, dann bist du Deutscher. Ich bin Deutscher. Fragen, gucken dann einige, ich bin doch nicht Deutscher. So, aber die haben den halt den Pass. Ne? Und leider gibt es in Deutschland auch nur einen Pass, das ist ein anderes Thema. Man sollte normalerweise dann auch den Heimat in Gänsefüßchen Pass haben. Man sollte zwei haben. Auf jeden Fall sehe ich das mittlerweile ein bisschen anders, so auch mit der EU. Aber da mache ich dann ein anderes Fass auf. Da sind so ein paar Entscheidungen, die gehen gar nicht. Und das führt eher zum Gegenteil. Aber gut, das kann sich vielleicht jeder denken. So, mein Spicker, ich gucke gerade, dass ich das verkürze, auf jeden Fall hat mich mein türkischer Name, das ist halt der Witz, ein paar Mal gerettet. So, ich bin in so Schlägereien reingeraten, obwohl ich mich konsequent nicht prügele. Und die hatten mich auch schon am Kragen, haben gesagt, wir gehen zur Polizei, ihr seid schuld und so, weil die haben angefangen, wollten dann aber irgendwie, dass wir schuld sind, weil der Anführer von denen blutete auf seine Jacke und so. Und das gefiel ihm nicht, weil die auch kaputt war. Und dann wollten die sagen, ja, scheiß Deutsche und so. Ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, weil mir das auch zu viel wurde, tat auch ein bisschen weh so am Hals. Dann habe ich so gesagt, übrigens, mein Vater ist Türke, ich heiße so und so und so. Und dann auf einmal, Abi, ey, alles klar bei dir, so. Ne? So. Was ist das denn so? Nur weil mein Vater auf einem anderen Fleckchen Land geboren wurde, bin ich auf einmal ein anderer Mensch oder was? So total behindert. Das hat mir zwei, dreimal schon den Arsch gerettet. Mittlerweile, also es kommt jetzt nicht mehr vor, aber ich habe das dann auch ausgereizt bis zu dem Punkt, wo ich dachte, gleich kommt der Schlag und dann kommt der Türken-Joker. Mein Vater ist übrigens Türke, so, hat immer gezogen bisher. So, in der Türkei hat man mir mal komplett auf den Sonntag mein Auto repariert. Der Typ hat auf der Autobahn auf meinen Wagen gezeigt, ich musste anhalten und der hat dann auf Sonntag ein Ersatzteil besorgt, hat sein schickes Hemd ausgezogen, schmutzig gemacht und meinte am Ende, das habe ich nur gemacht, weil du Türke bist.
Also wenn ich jetzt Serbe oder so gewesen wäre, Pech gehabt. So, und das ist nationalistisch. Das ist so, ich habe hier meine Grenze und alle, die Türken sind, sind number one und so. Beim Fußball ist das ja okay. Ne? Oder bei kulturellen Sachen, man soll ja auch nicht seine Kultur verlieren. Also wir sollen auch nicht in so einen Brei aufgehen. So nach dem Motto, alle haben die gleichen Marken, die sie kaufen, gucken den gleichen Scheiß im Fernsehen und sind dann einfach tatsächlich nur Mensch. Die Kultur finde ich auch super wichtig. Und wenn ihr jetzt was mitnehmen sollt, heute Abend muss ja irgendwas hängen bleiben von dem, was ich gesagt habe. Ich nehme mit und das bestätige ich nur, lesen, 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 definitiv, merken, ne? Gerade die Zehner jetzt. Was sollt ihr bei mir mitnehmen? Auf jeden Fall dieses nationalistische Denken. Egal ob deutsch, national, türkisch, national, könnt ihr in die Tonne kloppen. So. Wir sind wirklich alle Menschen. Ja. Ja, das war's dann jetzt, glaube ich, schon fast. Ich guck mal gerade. Ach so, Rushdie ist auch hier. Der beste TV-Moment damals war Rushdie. Einmal noch Play, bitte. Ja, und Rapti möchte uns noch was sagen. Ich heiße eigentlich Rushdie, aber Rushdie. Entschuldige. Mitten in die Kamera und jetzt los, sag. Ich wollte noch was dazu sagen. Das? Ja, es kommt drauf an, was für ein Mensch ist. Ist man ein Mensch, der freundlich ist, der Mitgefühl hat und mit so akzeptiert, wie er ist, egal ob Deutsche oder Türke oder so ist, Fehler machen wir alle Menschen und daraus müssen wir alle lernen. Das stimmt. Ja, wie gut, dass Rushdie heute die Toleranz in Person ist. Ja, der Typ sagt auf dem Schulhof Sachen, die gehen gar nicht mittlerweile. So, ich weiß nicht, ob das ist nur Schauspieler, ne? Hoffe ich doch. So, ich hasse alle oder so. Ich sage jetzt keine Volksgruppe oder so, ne? Also, unglaublich. Ja, das soll es gewesen sein. Eine letzte Sache noch, aber ganz schnell. Ich komme gerade aus Duisburg-Hochfeld gestern Abend. Ich gucke normalerweise kein Fernsehen. Lach nicht. Aber gestern war so eine Sendung mit den Sinti und Roma, die jetzt vom März nach Deutschland einwandern soll, weil wir seit Mai Freizügigkeit in der EU haben. Jeder darf so ein bisschen die Nachbarn besuchen, schöne Sache. Problem ist nur, was heißt Problem? Es ist einfach so, dass viele Deutsche jetzt, Deutsche in Anführungsstrichen, oder die Türken in Hochfeld auf jeden Fall, die haben jetzt mittlerweile was gegen die Bulgaren und so. Das Problem ist, ich gönne diesen Menschen allen das Beste. Auch in Mazedonien verdienen die 50 Cent die Stunde. Ist klar, dass die alle kommen. So, oder nicht alle, das ist total falsch gesagt, aber es kommen immer mehr. So, die können jetzt Gewerbe anmelden, die können demnächst Hartz IV bekommen und so weiter. Wir sind selber bis über beide Ohren verschuldet, so, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wir sollen jetzt andere Länder mit unserem Steuergeld und Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit retten. Auf jeden Fall frage ich mich, wie soll das alles funktionieren? Warum verlassen die ihre Heimat? Warum lassen die Kinder in Bulgarien alleine zurück? Warum müssen die hier auf dem Parkplatz schlafen in Hochfeld? Also Duisburg-Hochfeld ist ganz krass so. Und das kann einfach nicht funktionieren. Ich bin der Meinung, man muss den Leuten da helfen. Ich bin weiß Gott kein Rassist, aber diese Entscheidung, dass man jetzt so seine Heimat verlassen kann und dass wir so Ungleichgewichte haben, das ist halt total krass. Das kann meiner Meinung nach, da bin ich echt pessimistisch, das kann nicht so in der Form kann das nicht funktionieren. So. Und da sollen wir tolerant bleiben, garantiert, hundertprozentig. Nur blöderweise werden jetzt die Rechten an Zulauf gewinnen, wenn das so weitergeht. Und da mache ich mir persönlich große Sorgen. Und deswegen hoffe ich, dass ihr, das ist glaube ich dann das Letzte, was ich hier stehen habe, eure Kultur, deutsch-türkische Kultur, die ist ja auch deutsche Kultur, nicht nur türkisch oder irgendwie anders, bewahrt, dass ihr sagt, ich finde die Türkei geil, weil so, muss auch Gründe geben, ich finde Deutschland geil, weil die eben Behinderten helfen, Armen helfen und da bin ich stolz drauf, dass dieses Land das macht und Leuten hilft und auch den Weg fördert, kaum in einem Land, also selten, in dem Land wird einem unheimlich geholfen, sprachfördertechnisch, unsere Schule, super viele Angebote für euch, aber ihr Schule und so, ja, die helfen euch unglaublich, aber ihr müsst euch vor allem selber helfen, ja, das ist glaube ich ganz gut. Nun kommen wir zum nächsten Redner. Mir Jordan Waschen kennt ihr wahrscheinlich noch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, nach seinem Vortrag, ihr werdet den stalken auf Facebook, YouTube, überall. Vor allem die Leute aus der dritten Generation wie ich sollten jetzt gut die Ohren spitzen. Weil Mir Jordan Waschen redet aus unserer Seele. Ein Projekt Zwischenkultur nennt sich das.
Das hat er gemacht gemeinsam mit Echo Fresh, Summer Jam und sein neues Projekt zusammen mit Cem Özdemir. Ich bitte Mirza Odabaşı auf die Bühne. Hallo zusammen, ich heiße Mirza Odabaşı, auf Deutsch heißt das Mirza Odabaşı. Ich komme aus Düsseldorf, habe einen türkischen Migrationshintergrund, bin aber in Remscheid geboren. Und ja, danke, dass ich heute hier sein darf. Ich möchte Ihnen mein Projekt vorstellen, das mit dem Nebel war ein Scherz. Aber cool, danke. Ich würde gerne mal vorstellen, Zwischenkultur heißt das. Kannst du, Abdul, bitte? Was jetzt, Bruder? Ja, ja. Das genau. Hier? Okay. Apfel, Shift F. Was ist da los? Warte mal, Bruder. Warte. Also ich war noch nie in Bottrop. Ich kann mich aber noch erinnern, als Kind. Was habt ihr hier? Ihr habt hier so einen Moviepark und so weiter, ne? Ich hab immer geschwänzt, wenn meine Klasse zum Moviepark gegangen ist. Ich weiß nicht warum. Bruder, kannst du mir helfen? Was passiert? Ich kann dir nicht helfen. Was ist passiert jetzt? Geh mal raus. Ja. Ein Moment. Änderung verwerfen, ja. So. Markier alles. Von 23. Hier steht jemand auf dem Kabel. Ja. Na oben, ne? Ja, und dann mach auf, ne? Doppelklick. Eine Steckdose frei. Ja, ja. Okay, wir machen so. Hallo? Mirza Odabaşı, haben wir ja schon. Nächstes Bild. Ja. Mach mal ein bisschen größer. Das ist meine Familie. Ganz links, das ist meine Oma. Dann ist meine Mama, die Socken und Schüchen am geilsten kombiniert hat. Im Bauch ist meine Schwester, das ist andere Opa, andere Oma, Tante, Audi 100. So, das ist für mich, das ist meine Inspiration. So, das Bild ist das typische Almanche-Bild, der Deutschländer-Bild, und das ist so back to the roots. Das nächste Bild, das bin ich von Audi 100 in Knight Rider. So kann es gehen, geh deinen Weg, ja, in blauen, ja gut, weiter. Ich bin Galatasaray. Und ich mag Türkan Şoray, dass so viel solltet ihr über mich wissen, mehr brauchen wir nicht. So, kommen wir zu meinem Projekt. Ich habe ein Projekt gemacht mit dem Titel Zwischenkultur. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich schon in der Grundschule auf die Frage, woher kommst du denn? Ja, ich bin in Deutschland geboren, neben mir sitzt Thomas, hier sitzt Markus, aber ich werde gefragt, woher ich komme. Und so wird man mehr oder weniger auf die Reise geschickt. Und ich habe mich selbst ein bisschen beobachtet. Das nächste Bild, Abdul, bitte. Wieder kann ich was zu trinken haben. Ja, ihr kennt sicherlich den Spruch, kannst du ein bisschen ranzoomen? Ja. Ihr kennt sicherlich den Spruch, zwischen zwei Stühlen sitzen oder zwischen zwei Stühlen stehen. Das ist meiner Meinung nach ein relativ negativer Begriff. Und ich bin von dieser Aussage ausgegangen. Ich habe selbst beobachtet. Mirza ist zu Hause voll der Türke bei den Eltern. Und dann gehe ich zur Schule und dann bin ich so voll Deutsch. Und dann habe ich gesagt, Alter, irgendwas stimmt mit dir nicht. Du bist irgendwie schizophren. Du hast eine türkische Maske, du hast eine deutsche Maske. Es gibt im Türkischen einen Spruch, das heißt, bir dil bir insan, das heißt, eine Sprache, eine Persönlichkeit. Und ich glaube auch, dass wir Deutsche sind und auch Türken sind und auch vielleicht zwei verschiedene Persönlichkeiten sein können. Das finde ich sehr interessant. Ich habe diese Fotoserie als erstes Schizophrenie genannt, weil ich mir dachte, Alter, das ist krank. Sorry. Danach dachte ich mir, aber das ist auf jeden Fall ein bisschen negativ. Wir nennen es Zwischenkultur. Man fragt dich, bist du Deutsch oder Türke? Man sagt, auf welches Stuhl möchtest du dich hinsetzen? Und ich sage, mir geht es zwischen den beiden Stühlen gut, habe ich am Anfang gesagt. Und danach habe ich gesagt, Alter,
Ich habe beide Stühle. Ich bin Deutscher und Türke. Ich bin nicht 50% Deutsch, 50% Türke, sondern ich habe zwei Stühle. Ihr könnt euch vorstellen, zwei Stühle sind auf jeden Fall besser als ein Stuhl. Es ist viel schöner, zwei Sprachen zu kennen, zwei Kulturen zu kennen und so weiter. Das kann man immer weiter ausbauen. Weiter bitte. Ja. Ich habe Menschen fotografiert, ein bisschen näher dran. Links, das ist ein Kollege von mir, Hüseyin Topel, super netter Kollege. Rechts ist Şenay Doğucu, einer der ersten türkischen Komikerinnen in Deutschland. Weiter. Ich zeige ganz schnell die Bilder, die ich gemacht habe. Freunde von mir, studieren, Freunde. Links Echo Fresh, kennt ihr wahrscheinlich. Rechts Sümeyye Hatun, eine gute Freundin. Das sind die Bilder, die sind noch nicht, also das sind die nicht fertigen Bilder. Das sind einfach die Bilder, die ich gemacht habe für die Fotostrecke. Weiter. Rechts Fatih Çevikoğlu, links Emine und Fatih Çevikoğlu, vielleicht auch einigen von euch bekannt, Kabarettist, Komiker. Weiter bitte. Und wieder zwei Freunde von mir. Und das sind halt alles Deutsch-Türken. Ich werde jetzt aus der Perspektive von Deutsch-Türken erzählen, aber wie viele Leute haben wir hier mit Migrationshintergrund? Okay, alle raus. ich habe natürlich nur Deutsch-Türken fotografiert, aber man kann das übertragen auf jede Nationalität. Ob man einen italienischen Migrationshintergrund hat, einen russischen, whatever. So, und ich habe mir überlegt, wie kann ich dieses Gefühl, zwischen zwei Stühlen zu sein, ja, wie kann ich das visualisieren? Abdul, weiter. Ja, Dankeschön. Bam. Das Hin und Her, dieses Gesicht verlieren, diese Zugehörigkeit verlieren, das habe ich so visualisiert, indem ich die Bilder unscharf gemacht habe, indem ich die Hektik, nach links und rechts zu gehen, weil ich habe eins gemerkt, ich muss es den Türken recht machen, ich muss es den Deutschen recht machen, Alter, was ist los? Und, Dieses Gefühl einfach, sich irgendwo hinsetzen zu müssen, hat mich einfach so sehr strapaziert, jahrelang. Ich habe so viele verschiedene Phasen durchgemacht als Mensch, wo ich gedacht habe, okay, ich bin eher deutsch. Dann hatte ich nur türkische Freunde und dachte mir, okay, ich bin eher türkisch. Aber heute denke ich mir, ich muss das gar keinem recht machen. Ich bin komplett im Vorteil mit beiden Kulturen. Weiter. Jetzt können wir weiter uns die Bilder angucken, dann nicht so schnell. Yes, weiter. Ja, mhm. Yeah. Der Echo sieht besonders lustig aus mit den Augenbrauen. Weiter. Okay. Ja, ein bisschen näher dran. Ich habe Fotoausstellungen gemacht, habe die Bilder in verschiedenen Städten in Deutschland ausstellen dürfen. Eine tolle Erfahrung gewesen. Bin mit dem Projekt ein bisschen publik geworden. WDR hat einen Beitrag über mich gesendet. Einige TV-Sender, viele Interviews. Schöne Erfahrung, sehr schön, wenn man diese Bestätigung bekommt, nicht weil man irgendwie Bock hat, im Mittelpunkt zu stehen. Weiter? Ja, ich in Aktion, so ganz interessiert. Und ja, hier auch von einer anderen Ausstellung. Bruder, hier mal raus. Ja. So, das ist mein Projekt, das nennt sich Zwischenkultur. Geht auf meine Seite, mirza-basi.de, da könnt ihr euch alle meine Projekte angucken. Im Moment bin ich mit einem Film beschäftigt. Ich bin im Moment tatsächlich mitten in der Schnittphase meines Films. Der nennt sich 9313. Was sagt euch der Solinger Brandanschlag etwas? Wer weiß, was von dem Solinger Brandanschlag, der vor 20 Jahren war? Hand hoch. Ja, das sind eher die älteren Generationen. Vor 20 Jahren gab es einen... nicht persönlich, nicht. Also ich habe es ja auch mitbekommen, ich bin 25. Ich war 5 Jahre alt, als das passiert ist. Und da gab es einen rassistischen Übergriff auf eine türkische Familie, wo 5 Menschen ums Leben gekommen sind. Und ich habe drehe im Moment eine Dokumentation über den Solinger Brandanschlag. Und wir haben leider Soundprobleme. Wie ist das, Jungs? Werden wir Sound haben, nicht? Also Mikrofon gegen am Lautsprecher halten? Geht das nicht? Wir sind Boxen. Haben wir die Möglichkeit? Müssen wir probieren. Vielleicht später. Wir gucken uns erst die Bilder an, die gucken mal, ob wir eine Lösung finden. Screenshots 9313, alles markieren und aufmachen. Ja. Ich habe Cem Özdemir interviewt in Berlin. Weiter. Afrop. Merkel nicht. Ich habe mit Merkel geskypt. Weiter. Ja, Patrone. Das sind halt verschiedene Bilder, das sind Screenshots aus dem Film. Cem Özdemir guckt aus dem Fenster. Auto. Kreuzbim. RJA, wer kennt Cartel? Kennt einer von euch noch Cartel? Jüngere Generation? Okay, sehr gut.
Cartel, damit bin ich aufgewachsen. Damit ist eigentlich, also es wundert mich ein bisschen, dass ihr Cartel nicht kennt. Das war die erste türkische Rap-Bewegung überhaupt, von Deutschland aus. Das ist RGA, studiert in Politikwissenschaften, saugeiler Typ, auch mit dem ein Interview gemacht. Weiter bitte. Ja, nochmal eher. Verschiedene Bilder. Aus Kreuzberg, klar, Chai. RGA verwirrt. Alles bleibt schlimmer, ja, ja. Mildwida Gensch, die Mutter der Verbleibenden aus der Familie in Solingen lebend, hat natürlich noch einmal erzählt, was passiert ist. Es ist sehr, sehr, sehr krass. Weiter bitte. Also Papa und Mildwida Gensch. Fatih Çevikoğlu nochmal, den habe ich an einen Tag lang begleitet und auch für den Film interviewt. Bei ihm ist das halt sehr interessant, der ist, als er 20 Jahre alt war, ist er als Rapper aufgetreten, als Fatih Çevikoğlu der Rapper. Und danach hat ihn das Schauspielhaus Köln eingeladen, um ihm halt vorgeschlagen, als Schauspieler weiterzumachen. So hat seine Karriere angefangen, der hat über Solingen gerappt. Und ich habe mit Leuten Interviews gemacht, die von dieser Solingen-Sache inspiriert wurden. Weiter bitte. Ja. Auf der Bühne. Und das ist Fatih Çevikoğlu mit 20 bei WDR, rappt über Solingen und Mölln. Das waren alles Anschläge auf Menschen mit Migrationshintergrund. Weiter. Ja, weiter. Kein Dönerland, also da schließe ich mich nochmal meinen Vorrednern an. Viel lesen. Cem Gülay, kein Dönerland, sehr empfehlenswert das Buch. Weiter. Michel Friedmann habe ich interviewt für den Film. Weiter. Michel Friedmanns Hand. Macht er da West Coast Zeichen? Kannst du mal zurückgehen? Nein, okay. Helmut Kohl, ja. Ich. Nicht. Cem Gülay von hinten. Ups, das hört sich aus. Baby in Schutz vor rassistischen Übergriffen. Ich hätte mich doch vorbereiten sollen. Weiter. Cem Gülay, sexy Pose. Er bringt mich um, ey. Selin Konyalova, eine wahnsinns tolle Frau, Sprachwissenschaftlerin, hat Türkologie studiert, keine Ahnung, wo man sowas studiert hat. Weiter. Selin Konyalova rechts, die Süße da. Ja, weiter. Ja, verschiedene Aufnahmen. Jamesend. Der Film wird am 29. Mai 2013 in Solingen, ist die Filmpremiere. Danach bin ich in Stuttgart, ich bin in Berlin, in Hamburg, in 10 verschiedenen Städten in Deutschland wird der Kino gezeigt mit einer anschließenden Podiumsdiskussion. Haben wir eine Lösung da? Wir versuchen es mit dem Mikrofon. Okay, dann mach mal. Ich habe ein kleines Preview von dem Film. Einmal laufen lassen bitte. Ansonsten gebe ich. Regeneration? Ja. Und da ist halt wird mein Motiv beschrieben, warum ich diesen Film mache. Ich heiße Mischofen und heiße euch willkommen. Ich bin 1988 in Deutschland auf die Welt gekommen. Das hier ist meine Stimme mit 25. 1993 war ich 5 Jahre alt. Genauso wie Salim Genç. Salim Genç ist am 29. Mai bei einem Bratenschlag in Solingen ums Leben gekommen. Genauso wie Hülya Genç, Gülistan Öztürk, Hatice Genç und Gülistan Genç. Ich erinnere mich an die Angst, die ich hatte, als ich erfuhr, dass 5 Menschen ums Leben kamen, weil die Wohnung in der sie lebten in Brand gesetzt wurde. Ist es okay für Sie, wenn ich es so ausdrücke? Ich meine, ist es okay, dass ich sage, dass Menschen gestorben sind, oder ist es wichtig, dass es Türken waren? In diesem Fall ja. Denn genau aus diesem Grund sind diese Menschen gestorben, weil sie Türken waren. Das bin ich hier auch. Also haben wir eine kleine Frage. Warum ich diesen Film mache, beantwortet. Die andere Sache ist, ich bin hier in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und bin hier
Büchern Buddhismus. Meine Liebe zu dieser Heimat ist stärker als der Hass derer, die glauben, Islam für sich gepachtet zu haben. Deutschland ist meine Heimat. Deswegen ist es selbstverständlich, dass ich mich mit den Problemen dieses Landes auseinandersetze. Warum? Weil wir die jüngere Generation sind. Habe, dass ich mal mit dieser Thematik auseinandersetze und dann verabschiede ich mich. Das ist meine Webseite. Ihr könnt mir schreiben, auch bei Facebook und so weiter, alles mögliche. Ich bin relativ online, wenn man so ausdrücken kann. Ich lebe in einem Land, das nicht meine Heimat ist, doch meine Heimat ist anscheinend nicht gewiss. Genauso wie du kam ich hier auf die Welt und es hat sich nach 25 Jahren nichts rausgestellt. Eingedeutscht, Deutsch-Türke oder Ausländer. Gast, Tourist, ein Nichts oder einfach nur ein Fremder oder reden wir eigentlich über Menschen? Meine Heimat ist die Suche, ich kenne keine Grenzen. Ich hatte Tage nicht, frage mich, nicht zu sagen ist die Frage, woher nicht etwas schade ich, frage ich. Wie viele Jahre brauchen Tage, bis die Farbe meiner Haare nicht die Waage ist? Wage es und frage ich, was du erwartest und erwarte nichts. Weil das tatenlose Warten nichts außer Schaden bringt. Und die Frage steht außer Frage in einem Text, der grammatisch korrekt in deiner Sprache ist. Vielen Dank. Ein richtig großen Applaus nochmal für ihn. Zum Thema mit den Solinger Brandopfern. Wenn man bedenkt, dass Leute nur wegen ihrer Herkunft gestorben sind, das hätte auch genauso zu dieser Zeit jeden von uns treffen können. Ich möchte nochmal einen ganz großen Applaus für die Opfer. Jetzt schließen wir langsam mit den Rednern ab. Ich bitte Stefan Biemeier, Sanette Saatic und Henrik Grademann auf die Bühne. Aber Bruder, ich hab's auch gesehen. Die drei sind zum ersten Mal in ihrem Leben auf der Bühne. Ein Applaus bitte. Einmal kurze Vorgeschichte. Sanella und Stefan sind ein Paar. Stefan ist deutscher Herkunft, Sanella bosnischer Herkunft. Und dann ist das dieses sogenannte, was ich eigentlich wirklich hasse, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, wenn wir schon hier so diskutieren, ist das gelungenes Multikulti? Ich glaube nein, weil Multikulti oder so wie es die Leute nennen, macht viel mehr aus. Und zur Integration, damit auch ein wirklich gutes Zusammenleben passt, tragen so Leute bei wie Stefan und Sanella. Jetzt einmal kurz für Henrik Grademacher, den ich auch kurz vorstellen will. Henrik Grademacher ist heute 19, richtig? 20 geworden, scheiße. Kommt hier. Henrik Grademacher bis zu seinem 17. Lebensalter war er wirklich stark übergewichtig. Ging auf eine Gesamtschule, wo ein sehr ausgeglichener Ausländeranteil war. Und genau das schätze ich an ihm. Er gibt offen und ehrlich zu, dass er Vorurteile hatte gegenüber fremden Leuten, sogenannten Ausländern für dich damals. Und ich ziehe erstmal den Hut dafür, dass du das so offen sagst. Wie kam es dazu, dass du dachtest, diese Leute sind fremd? Ich
das kam halt alles daher, dass man dadurch, dass man früher nicht so, da war wenn man nicht so, man ist halt jung und wenn man nicht so das Aussehen hat, wie andere Menschen es von einem erwarten, dass man ziemlich schnell ausgegrenzt wird. Und aus meiner Betrachtungsweise war das damals sehr stark, dass ich auch von ausländischen Volksgruppen komplett ausgegrenzt wurde. Und man hat dann halt auch so ein, irgendwann entwickelt man so eine generelle Angst davor, neuen Leuten zu begegnen oder überhaupt anderen Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen zu begegnen, weil man sowieso generell fast nur Ablehnung entgegenbekommt. Das habe ich jetzt mit der Zeit gemerkt, dass letzten Endes einfach, das waren Vorurteile, die sich bei mir aufgebaut haben, aufgrund meiner Angst halt, wo ich gerade schon erwähnt habe, vor der kulturellen Begegnung mit anderen Menschen. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, so jetzt, ich bin jetzt zwar auch noch jung mit 20, aber sag mal, bei dem Thema bin ich ziemlich reifer geworden. Man sieht halt einfach, mein Freundeskreis besteht zu, vielleicht einfach eine Prozentzahl, kann man nicht in Prozent und Zahlen messen, aber ich sage einfach mal, 80% meiner Freunde haben Migrationshintergrund und darauf bin ich auch stolz und ich finde, dass wir das immer noch haben. Danke für diese ehrlichen Worte und gut, dass ich mich getraut habe, das bei so vielen Leuten vorzutragen. Jetzt kommen wir mal zu euch beiden. Stefan ist wie gesagt Deutscher, Sanella ist Bosnierin. Hattet ihr früher viel mit Vorurteilen zu kämpfen, weil eventuell aus dem Freundeskreis gesagt wurde, der ist Deutscher? Oder hat sich das hier in Deutschland gut gewandelt? Funktioniert das? Ja. Also bei mir war das eigentlich so, dass ich hier geboren wurde, hier aufgewachsen wurde und sozusagen beide Kulturen kennengelernt habe. Das heißt, die deutsche Kultur und die bosnische Kultur. Meine Eltern haben uns halt so großgezogen, dass wir halt Weihnachten, Tannenbaum hatten, Geschenke bekommen haben, zu Nikolaus genauso. Und von daher, also ich wurde nie ausgeschlossen. Ich habe immer, ob Deutsch, Türke oder sonst irgendetwas, ich war eigentlich auf beiden Seiten. Also meiner Meinung nach, also ich tauche mich nicht zu integrieren. Okay. Stefan, hast du noch was dazu zu sagen oder zu ergänzen, was er sagt? Also ich finde, meine Frau hat das schon dazu gesagt. Ein Applaus für die Leitung. Jetzt kommen wir. Könnt ihr euch setzen? Männer! Jetzt kommen. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil, weil ich kann den Sänger einbinden, mit dem ich meine Wandlung komplett gemacht habe. Wer kennt von euch den türkischen Sänger Barış Manço? Barış Manço ist leider vor 13 Jahren verstorben. Er war ein Vorzeigekünstler für die Türkei und auch im Ausland, weil er wirklich jeden Tag bzw. jede Woche für seine dortige Sendung die Welt begangen hat. Und genau deswegen möchte ich zu Ehren von Barış Manço eine Auszeichnung heute und hier vergeben. Ich bitte meine Schwester auf die Bühne mit den Preisen. Die erste Auszeichnung geht an eine Person, ohne die das hier wahrscheinlich nicht stattfinden würde. In Bottrop sehr engagiert, mehr als engagiert. Er tut wirklich, was er nur kann. Ich glaube, Engagement reicht für diesen Ausdruck nicht. Ich bitte Herrn Irfan Durdu auf die Bühne für die erste Wahlschmutzauszeichnung. Damen und Herren, ich möchte mich ganz kurz bedanken für diesen schönen Abend, erstmal für diesen schönen Preis. Ich kann auch nicht so ganz einordnen, wofür ich den bekomme, das werde ich mir dann gleich nochmal überlegen. Aber ich bin berührt über das, was dieser junge Mann an der Spitze, im tollen Team, im Hintergrund, hier so auf die Beine gestellt hat, aus dem Nichts, dass wir in Bottrop, in unserer schönen kleinen Stadt, heute ganz, ganz toll.
wirklich interessante Menschen hier haben. Das war richtig angenehm zu lauschen. Sie reisen aus Berlin an. Also ich zahle auch die ganze Woche, wenn Sie hier bleiben. Das ist geil. Ja, Berlin, bleiben Sie hier. Das war so angenehm, dass wir hier so dabei sind. Ganz tolle Menschen. Das war wirklich berührend. Das war wirklich toll. Danke dir ganz herzlich, mein Lieber. Ich muss sagen, ich bin stolz darauf, denn der junge Mann hat vor 3 Jahren bei mir in meiner Kanzlei ein Schulpraktikum gemacht und da hat er auch dann schon diese Eigenschaft noch ein bisschen gehabt und da habe ich auch mal gedacht, Mensch, das ist interessant, was der Kleine, also dieser liebevolle Rotzige, den habe ich vorhin so draußen mal gesagt, das ist unglaublich, weil man ihm nicht entkommt und er marschiert und das finde ich toll und da kann man nur stolz drauf sein. Alles Gute, mein Lieber. Danke. Ich glaube, Mirza Dabasch hat uns gerade alle überzeugt, oder? Ja! Dann ist ja klar, wenn die nächste Wasch-Auszeichnung kommt. Bitte Mirza Dabasch auf die Bühne. Ich habe keine Ahnung, was ich mit 17 gemacht habe, aber der hat das hier gemacht. Vielen Dank. Da war ein Applaus. Danke, Herr Jetzt muss ich erstmal eine kleine technische Panne zugeben. Gestern war ich mit meinen Eltern voll aufgeregt. Ich habe kein Auge zubekommen. Jetzt weiß ich auch wieso. Wie soll ich sagen? Wir haben alles gemacht, dann ist uns aufgefallen, den dritten Preis aufzunehmen vergessen, obwohl von Anfang an klar war, wer diesen Preis bekommt. Und darum fehlt auch noch der Name. Und den werde ich dann halt ergänzen und ihm persönlich zuschicken lassen. Ich bitte Alko Kajacik auf die Bühne. Von Balschmann schon, mit dem bin ich groß geworden, mit dem bin ich älter geworden, mit dem habe ich viel getanzt auf meinen ersten Blues. Danke und er hatte eine ganz große Nummer hier gemacht. Ja, wirklich muss ich mal sagen, Chapeau, Chapeau, Chapeau mit seinem Team. Danke. Bitte Edward, Eldem, Herrn Kieser, Herrn Ilfan Durdu, die ganze deutsche Schriftbildination, Herrn Kafka auf die Bühne. Habe ich irgendwelche Sponsoren vergessen? Nein? Ja, nicht das, komm auf. Ganz im Ernst, ohne diese Leute würde ich hier jetzt heute nicht stehen und mich bei euch bedanken können, weil ich gar nicht so weit käme. Ich hoffe, ich habe das Beste aus diesem Abend gemacht und ich finde, den ganz, ganz großen Applaus hätten jetzt diese Leute verdient, weil ohne die wären wir jetzt nicht hier. Etwas nicht gut liegt. Das fand Seelsorger, keine Wahr? Sie haben alles sich angehört und noch ein Applaus für die Kommission. Das war's auch mit dem ersten Bilder im Weg und Tour zusammen. Ich würde mich freuen, wenn wir die Bilder draußen zusammen besprechen könnten, Tee trinken würden oder Kaffee, Kuchen, Waffeln. Ich freue mich jetzt gleich auch noch, um euch draußen persönlich reden zu können. Dankeschön für diese